Das dauert dann einfach viel zu lange. Ich brenne noch. Fuck. Mann, es hat geleckt. Fuck. You can't take it back, no. Sehr gute Freunde und herzlich willkommen beim letzten Part, den ich heute aufnehme, und wir gehen ins Nether. Letztes Mal haben wir ja hier das Portal gebaut, unser zweites Dia-Schwert verzaubert. Genau, deshalb habe ich mich direkt gemorpht. Habe ich mich direkt ins Fliegen gelehnt. Und mal schauen, was wir hier für einen Spawn haben. Also für mich scheint der schon mal ganz gut zu sein. Hoffentlich haben wir hier in der Nähe eine Festung, das wäre cool. So wie an unserem letzten Spawn in der Hölle. Es ist viel lustiger, da auf Gas drauf zu gehen. Hey. Das war easy. Easy going. Komm, du bist der Nächste. Alter, wie geil ist denn das? Boah, jetzt kann man viel mehr machen als bei Battlecraft. Aber Mods hat's, also das Nether sieht eigentlich gleich aus wie in Battlecraft. Das ist auch wegen Biomes O'Plenty. In diesem Mod. Übrigens, jemand hat mich noch gefragt, wie viele Mods hier überhaupt drin sind. Und ich habe extra noch deswegen gezählt. Es sind 22 Mods, die wir hier drin haben. Und ich befürchte jetzt schon, dass ich es bereuen werde, dass ich noch keinen Wegpunkt gemacht habe beim Portal. Mache ich das gleich mal. Nee, ich gehe auf diesen Gas noch nicht rauf, bevor ich das Portal markiert habe mit einem Wegpunkt. Wegpoint. Boah, Alter, ich hoffe so, dass ich eine Festung finde. Dass meine Suche erfolgreich sein wird. Also hier ist das Portal auf jeden Fall. Boah, es ruckelt aber auch ein bisschen, weil es die ganze Welt neu generieren muss. Waypoints at ups, ich hab Caps Lock drin. So. Okay. Ja. Das reicht erstmal. Dann haben wir einen Waypoint. Und hier ist ein Dungeon, wie es scheint. Wir spawnen auch wieder Skelette. Und normale Skelette. Den hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber da wir jetzt eine Fledermaus sind, können wir ein bisschen betrügen. Das ist viel lustiger. Gut, so. Brauchen wir nicht. Oh. Tschüss, Spinne. Die normalen Skelette sind aber fies hier. Und weil es sehr viel Level gibt, mache ich am besten die hier auch direkt kaputt. Ich finde das auch übelst lustig. Eigentlich würde ich hier kaum was erkennen. Aber aufgrund dessen, dass ich eine Fledermaus bin, habe ich ja Nachtsicht. Wow. Oh nee, Giftspinne. Und da ist ein Skelett. Oh. Ich denke, ich fliege mal hier weg. Giftspinnen sind so ziemlich die Mobs, von denen ich am meisten Angst habe. Aber wir haben auf jeden Fall wieder was zu essen gekriegt. Das ist schon mal sehr schön. So können wir auch direkt mal wieder ein bisschen jagen. Und dazu Energy trinken. Okay. Magma Slime. Sehr nice, wenn der mir Magma Balls droppen würde. Weil damit kann man Feuerresistenztränke machen. Hier vielleicht ist. Bin ich gerade ein Pigment oder so angegriffen? Nee, die Pigments haben keine Ahnung, was die Geräusche gemacht haben. Das war seltsam. Nee, die Pigments würden mich ansonsten jetzt alle angreifen. So, okay. Keine Magma Balls, aber halb so wild. So kommt man natürlich auch schnell über Soul Sand drüber, wenn man einfach fliegen kann. Ich fliege wie ein Vogel. Lalalala. Hier haben wir übrigens noch Ascheblöcke. Aber ich finde immer noch kein Nether-Portal.
keine Nether-Festung. Und ich habe auch gerade die Zeit nicht so im Blick. Ich hoffe, dass ich nicht frühzeitig beende, das wäre nicht so toll. Ich habe gerade keine Ahnung, ob hier was in der Nähe ist. Tralalala. Tralalalala. Ja. Vor allem, wenn wir an unseren alten Punkt gehen würden, da wo unsere alte Nether-Festung war, dann würden wir ewig brauchen, weil ein Block im Nether sind 8 Blöcke in der realen. Moment. Nee, eben, dann würden wir nicht so lange brauchen. Ja, stimmt eigentlich. Ja, gehe ich doch am besten in die Richtung zu unserer alten Nether-Festung. Vielleicht finden wir sogar eine neue, aber dann hätten wir auf jeden Fall schon eine kleine Verbindung zu unserer alten Welt, also zur ganz alten Welt. Wodurch wir jedoch auch eine Verbindung zu unserer mittelalten Welt haben. Oder hätten. Da müssen wir hier ungefähr durch. Im Moment hier. Oder? Keine Ahnung, irgendwie so. Ich werde es ja dann sehen. Ah nee, dann müssten wir zu den Koordinaten 00 ungefähr. Moment. Nee. Oder? Keine Ahnung. Ich gehe mal hier durch. Vielleicht finde ich was. Vielleicht wird meine Suche ja belohnt. Wer weiß. Okay, das sind bereits Giftspinnen. Ich mache mir vom Acker direkt. Kann ich nicht mitnehmen. Brauche ich aber auch nicht. So, direkt weiter nach oben. Gibt es hier denn keinen Boss? Den würde ich doch bestimmt schon hören. Ja, da. Egal. Hab die Kisten gelootet schon. Boah, das ist ja richtig lustig. Ich verarsche die Mobs doch einfach. Ja. Diese zwei Mods zusammen sind einfach geil. Wenn eine Fledermaus ist, dann kann man so viel machen. Das habe ich ja auch schon bei Battlecraft gemerkt. Fledermaus ist einfach ein bisschen OP. In Minecraft. Also wenn man eine Fledermaus ist und dazu noch kämpfen kann. Gilt aber generell für fliegende Sachen. Okay, oh. Ah, das sind nur Springpulver, das er gedroppt hat. Schade. Noch eine Gastränne hätte ich auch gefeiert. Ich meine, Regenerationstränke können wir auch immer brauchen. Denke ich mal, wenn es mal schief läuft, irgendwas. Aber ihr seht schon, jetzt ist es ultra einfach, gegen Gast vorzugehen. Es macht einfach doppelt so viel Spaß, gerade Minecraft, jetzt als Fledermaus. Ach, ich mag den Mod. Ich mag den Mod. Dass man sich morphen kann, meine ich. Was war denn das? Ah, ein Phantom. Da hinten war irgendwo ein Phantom. Ja, hier. Ich kann mich, glaube ich, zu welchen morphen jetzt, oder? Ja, ich kann mich jetzt sogar zu Phantomen morphen. Lol. Läuft bei mir. Ja, egal. Okay, ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich nachher ewig lange zurück zum Portal muss. Ah, eine Festung gefunden. Nice. Ich habe eine Festung. Die sieht noch unerforscht aus. Oder ist das unsere alte Festung? Ne, das ist eine neue, weil sonst wären hier die ganzen Partikel, die ganzen Sachen nicht. Oh, ich kann den Wegpunkt gerade nicht machen, weil hier überall Spawner sind. Okay. Hier Wegpunkt. Waypoint. So, okay. Haben wir hier auch einen Waypoint gemacht. Dann finden wir die Nether-Festung immer wieder ohne Probleme. Und jetzt organisiere ich mir gleich mal einen Baustand. Die könnten wir nicht abbauen, weil ich kann euch nachfliegen. Wenn ich es nicht erwartet. Und den Knopf brauche ich natürlich nicht, der hat nichts wert. Okay, Spiel mit dem Feuer habe ich jetzt als Achievement gekriegt. Das ist auch ein Achievement, das ich vielleicht mal brauche. Nein, ich habe nicht rauche gesagt. Ich habe gesagt brauche. Vom Gebrauchen, von dem Wort Gebrauchen. So, ich suche jetzt noch Netherwarzen. Das wäre auch eine coole Sache, wenn wir solche finden. Die kann man natürlich auch immer brauchen. Und nein, schon wieder nicht rauchen. Ich sag immer brauchen. Ja, na. Leute. Oh, zwei Dias. Läuft! Damit können wir ja
bekanntlich. Komm, sagt's schon. Nee, Spaß. Die da haben wir genug. Daher brauche ich auch kein Rotten Flesh, weil wer die vorletzte Folge nicht gesehen hat, aus Rotten Flesh kann man hier auch Leder machen, indem man es in den Ofen schmeißt. Durch die Mods. Jedenfalls. Aber ich nehme an, dass es durch die Mods ist. Kommen hier auch nicht Bias. Wow! Und wieder so eine Giftspinne. So, Zuckerrohr nehme ich mit. Und ich höre auch wieder Phantome. Die machen auch richtig coole Sounds. Diese Phantome. Was sind die? Da unten ist eines. Diese Viecher sind aber relativ aggressiv. Ich glaube, die sind immer ein bisschen in der Nähe von Netherfestungen. Kann das durchaus sein, oder? Oh, ich sollte vielleicht bald die Folge beenden. Aber nur vielleicht. Weiß nicht. Ich habe gerade ultra Bock, hier die Festung ein bisschen mehr zu erforschen, weil ich brauche einfach Netherwarzen. Das wäre krass, wenn wir hier drin einfach in der ganzen Festung keine Netherwarzen hätten. Aber ich glaube, in jeder Festung gibt es Warzen. Nur halt keine Netherwarzen. Uah. Ekelhaft. Nee, eigentlich müsste es überall Netherwarzen haben. In jeder Festung. Oh, Sattel, nice. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Und eiserne Pferderüstung nehme ich mit. Ich nehme, glaube ich, sogar beide mit. So, die goldene und die eiserne. Ansonsten finde ich gerade hier nichts drin. Wann habe ich mit der Aufnahme hier gestartet? Netherwarzen! Da müssen wir nicht mal ein Feld finden. So findet man natürlich auch Netherwarzen. So. Ah, die kann man nicht stacken, leider. Egal. Die Rüstung braucht man nur einmal. Jedenfalls. Jetzt haben wir zwei Sattel. Netherwarzen. Läuft eigentlich bei uns. Haben wir eigentlich alles, was wir gesucht haben. Aber vielleicht finde ich doch noch mehr Netherwarzen. Das wäre nicht schlecht. Weil wir haben noch nicht so viele. Und außerdem bin ich in diese Richtung noch nicht gegangen. Irgendwo hat es doch bestimmt Netherwarzen. Das kann ich mir nämlich gar nicht vorstellen, dass hier keine hat. Da liegt direkt auf dem Rand. So, schauen, dass ich nicht drauf lande, weil ansonsten stehe ich ja sozusagen wieder auf dem Boden. Und dann kann ich auch in die Lava fallen, wenn sowas passiert. Das ist immer ein bisschen gefährlich, da muss man ein bisschen abschätzen. Wie nahe darf ich denn an das rein? Weil wenn ich jetzt hier runterspringen würde, dann falle ich ganz normal, wie ihr seht. Ich bin ja eine Fledermaus, daher ist das gerade für mich kein Problem. Hat sie ernsthaft keine Netherwarzen? Wobei die Festung ist riesengroß. Hier hat es bestimmt noch unerforschte Winkel. Das ist ja auch stimmt. Wir können hier viel schneller den Wither spawnen, weil es hier ja die Dungeons gibt. Und da hat es ja überall so Wither-Skelette drin. Stimmt. Aber so viele Vorteile habe ich gar noch nicht erachtet. Die Mods sind hier schon geil. Mehr für Stärketränke und so. Wozu kann man Lohnrut noch brauchen, außer Stärketränke? An. Ja, stimmt! Für die Enderaugen brauche ich noch welche. Ich glaube, wenn wir dann ins End gehen, werde ich erstmal zu unserer alten Welt gehen. Also zu der ersten. Und von da aus werde ich dann die Suche antreten. Also das Ganze werde ich offscreen machen. Dahin in diese Welt gehen. Weil sonst brauchen wir einfach ewig lange. Weil 1000 Blöcke um den Spawnpunkt. Und soweit wie wir jetzt gereist sind mittlerweile. Das dauert dann einfach viel zu lange. Ich brenne noch. Fuck. Mann, es hat geleckt. Fuck. Okay. Okay, Leute. Die Folge wird jetzt länger, weil ich schnell dahin muss, damit meine Sachen nicht despawnen. Das wäre ultra kack, wenn die Sachen despawnen. Komm, 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 komm. Dann wäre all meine Dia-Sachen, alle Dia-Sachen wären weg, Leute. Hier einfach so einen kleinen Durchgang eigentlich machen. Da kommt eigentlich kein Vieh rein. Von den Schlimmen meine ich. Schnell, 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 schnell. Beeil dich mit meinem Teleporting. So, jetzt schnell dahin fliegen, wobei,
die Sachen, die spawnen ja eh nicht, wenn das Chunk nicht geladen ist, ne? Soweit ich weiß. Trotzdem habe ich die Befürchtung, dass die Sachen, die spawnen sind, wenn die da ankommen. Wobei, ich beeile mich ja jetzt. Aber das war relativ weit entfernt. Wie weit dauert das? Ich sehe es irgendwie nicht richtig, weil wir relativ hell sehen. Oh, über 700 Blöcke dauert es noch. Wobei, beim Fliegen sind wir relativ schnell, wie man sieht. Ja, ja, das schaffen wir trotzdem locker. Das wird kein Problem, Leute. Das wird kein Problem. Jetzt sind es dann beinahe nur noch 600 Blöcke. 600 Blöcke nur. Ja, ja, wir nähern uns auf jeden Fall daran. Oh, wie komme ich denn hier weiter? Wie komme ich denn hier weiter? Hier drüben, oder? Ja, hab's geschafft. So. Vor allem, ich brauche einfach kein Hungerleben, solange ich am Fliegen bin. Das ist schon ultra krass, als Fledermaus zu sein. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall nicht mit dem Gast anlegen, das wäre dumm von mir. Vor allem, weil wir den ja eigentlich gar nicht besiegen können mit der Hand, oder? Nur sehr schwer. Und ich glaube, der würde uns zuerst töten. Mit seinen Explosionen. Also, dann haben wir es fast wieder geschafft. Ich sehe es schon. Jetzt müssen wir auch nicht mehr immer in den Game-Mod gehen, wenn wir in eine andere Welt müssen oder so. Weil das müssen wir bisher auch noch nicht wirklich. Vielleicht ein, zwei Mal oder so. Das habe ich dann meistens offscreen gemacht. Ja, jetzt habe ich es dann fast 200 Blöcke. Ja, ja, das reicht auf jeden Fall, bevor wir die spawnen. Bevor die Sachen die spawnen. Ja, ja, das reicht. Da ist schon die Nether-Festung. So, jetzt ist die Frage noch, wo sind wir genau gestorben? Das müsste hier hinten irgendwo gewesen sein. Wenn ich es recht im Kopf habe. Ich sehe es gerade nicht. Aber jetzt müssen wir sowieso aufpassen, damit wir nicht entdeckt werden, weil wir haben jetzt keine Rüstung oder so an. Also wir sterben relativ schnell. Ja, hier liegt es. Au, Backe, der Boden. Der ist ja schlimm. Schlimmer Finger, dieser Boden. Da brennt man also automatisch. Moment, sag nicht, der Rest ist verbrannt. Der Rest meines Equipments ist einfach verbrannt, oder wie? Genau. Willst du mich eigentlich verarschen? Wie kacke ist das denn mit dem Boden? Ich habe mich erst ultra gefreut, dass wir, dass das hier so geil aussieht, aber... Hä? Die Spawn ist es auf jeden Fall nicht, aber das kann doch wohl nicht verbrannt sein. Moment, das muss ich jetzt austesten. Ich werfe etwas darauf. Das war nicht drauf. Ja, das verbrennt tatsächlich. Alter, wie kacke ist denn das? Das verbrennt auf so, auf dem Boden. Es ist einfach die Hälfte meines Equipments verbrannt. Nicht mal, nee, viel mehr. Und ich werde schon wieder sterben. Ja, toll. Geil. Alter, das ist jetzt echt kacke. Das ist echt kacke, ey. Von dem, ja. Jeder Mod hat seine negativen Seiten. Und den von Biome Sopleti haben wir soeben gefunden. Und zwar, dass ultra schwer ist. Gegen den Boden. Das wusste ich gar nicht. Fuck. Jetzt können wir wieder Dias farmen gehen. Oder wir machen uns erstmal Eisenrüstung. Nein, Leute. Das darf doch wohl nicht sein. Und jetzt sind wir gestorben. Das heißt, eventuell ist unser Rest jetzt auch noch verbrannt. Boah, wenn jetzt der Rest verbrannt ist, dann rage ich rum. Deshalb mache ich hier... Oder beende ich hier die Folge und mache den... Nee, weißt du was? Ich nehme alles in die Folge rein. Geh dahin, beende direkt die Folge und dann ist das kein Problem. Weil ich muss ja... Entweder mache ich das jetzt in der Folge noch oder ich gehe jetzt offscreen. Und dann muss ich sowieso langsam weg. Zudem habe ich keinen Plan, wie lange die Folge schon ist. Das heißt, so sind wir auf jeden Fall in der Zeit drin. Und, also... Nee, oder? Jetzt sind wir einfach in dieser Folge zweimal verreckt wegen dem Boden. Gut, eigentlich nicht nur wegen dem Boden, sondern auch wegen den Lohn. Boah, Alter. Wir hätten uns nicht mehr so viel aufnehmen dürfen. Als wir nur noch wenig Leben hatten, hätten wir abhauen sollen. Weil wir haben genau viel, gleich viel Leben wie eigentlich sonst auch immer. Aber es wird halt als weniger angezeigt, weil wir eine Fledermaus sind gerade. Boah, aber dieser Boden hier ist richtig kacke, der... Wie heißt der? Den könnte ich auch mit nach Hause nehmen, so als Falle. Dann, wenn Zombies oder so rauflaufen, dann... Ich denke, die verbrennen dann auch.
Oder kriegen dann auch Schaden. Das könnte ich echt mal aus Experiment versuchen. Ich glaube, das mache ich sogar. Das finde ich auch cool, dass wir hier im Nether Holz haben. Einfach im Nether Holz. Ja, läuft. Wie komme ich denn hier weiter? Ja, hier. Stimmt. Außenrum. Zerschließe am besten das ganze Nether. Ich bin jetzt wütend. Nein, bin ich eigentlich nicht. Bin nur enttäuscht. Ja, genau. Ich bin nicht wütend. Ich bin nur enttäuscht. Oh, hier geht's raus. Noch 200 Blöcke knapp. Bisschen mehr. Aber darauf kommt es auch nicht an. Und dann haben wir die Festung bereits erreicht. Also ihr seht schon, es geht echt also es ist echt kurz, bis wir da sind, weil wir jetzt eine Fledermaus sind halt. Und da geht alles viel, viel schneller. Okay, hier haben wir die Festung bereits wieder erreicht. Gucken, ob hier noch was rumliegt. Nein, wir haben natürlich jetzt die ganzen Level verloren. Wir hatten so viel Level. Nein. Nein. Egal, die Sachen hier sind auf jeden Fall nicht verschwunden. Zumindest ein Teil. Genau das Wichtige verbrennt. Oder? Ne, da oben ist doch noch was. Ja, hier ist noch was. Ja, genau, jetzt sind all meine Dia-Sachen weg. Geil. Sogar die Dias sind weg, die ich gefunden habe. Immerhin haben wir noch die Netherwarzen, aber trotzdem. Boah, das war jetzt eine Kackfolge. Wir haben einfach alles, all unser Equipment verloren. Fuck! Nein, die Schuhe sind hier. Die Schuhe sind hier. Ich habe die Schuhe wieder. Oh mein Gott! Wir haben die Schuhe immer noch. Jetzt kann ich aber direkt mal schauen, was wir sonst noch für Rüstung machen können. Weil es gibt ja sogar bessere Rüstung als Dia. Ja, kümmere ich mich mal darum. Aber auf jeden Fall hoffe ich, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Nächstes Mal werden wir dann richtig geile Rüstung machen. Und bis dahin, ciao!